Ein Mann, ein Pferd, ein brutaler Weg. Gemeinsam können sie es schaffen. Hi Guys und willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Sonne und Mond Nuzlocke Edition, Guys. Wir sind hier auf dem Pferdchen am Reiten. Wie ihr vielleicht schon im Intro gesehen habt, reiten wir hier um die Wette auf unseren Pony. Oh yeah. Und wir können jetzt diese Steine hier hochkraxeln mit Hilfe des Ponys, weil das ist schon echt fresh. Oh nice. Und fresh. Oh nice. Und da ist ein Zygarde. Und da ist ein Feuerheiler. Coole Sache. So, was haben wir hier? Ein geheimnisvoller Würfel von Zygarde. Nice. Und hier haben wir Gras. Das heißt, wir können ja einen neuen Encounter uns suchen. Aber ich gucke mir erstmal so ein bisschen die Route hier an. Die sieht nämlich sehr, sehr mysteriös aus. Galopp-Pferdchen! Ich mag das Pferdchen. Das ist irgendwie cool. Das ist ein neues Pokémobile-Funk, was wir von der guten kleinen Lady bekommen haben. Das sind. Oh, Rüpel. Doppelkampf sogar. Leute, ein Doppelkampf. Ich habe Angst. Was machen wir da am besten? Ich weiß nicht. Ja, das ist eigentlich ganz gut, was wir hier haben. Packen wir Emma nach vorne. Und Pfaff. Ja, das ist ein gutes Duo. Pfaff und Emma, die werden sich gut vertragen. Bald können wir die gute Emiade wieder nach vorne packen. Aber erstmal, doppelte Kampf, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt. Und starten heute durch einen wunderbaren Part hier. Nur Trainer, die selbst nichts drauf haben, schieben Niederlagen auf ihre Pokémon. Das Wetter in Alola ist immer so verfixt gut. Mann! Da könnte ich echt ausrasten, verstehst du? Gutes Wetter ausrasten? Bitch, please! What? Ich liebe gutes Wetter. Ich mag auch den Winter so ein bisschen, so die Kälte, Atmosphäre, dies, das. Aber Sommer? Alter, ey, es gibt nichts Geileres. Pam, pam und Rokaimern. Okay, diese Krokodilding, ne? Ja, genau, dieses Krokodilding, das Ash damals im Anime auch hatte mit der Sonnenbrille. Ich und meine Sonnenbrille, Ich bin ready to go. Ich hoffe, ihr auch Überbrückung von Pampam wirkt. Das ist mir aber schnurzpiep egal. Wir wissen ganz genau, was wir tun. Wir machen eine sehr effektive Z-Move auf Pampam. Das Ding ist auf jeden Fall Geschichte wie Bücher. Und dann tun wir auf Emma Rose. Oh mein Gott, der Punchline King ist wieder am Start. Ey, Schnabelkanone auf den guten Rokaimann. Falls er uns angreifen sollte, kriegt er den Burn. Ich liebe diese Attacke. Wenn ihr mich... Also, wenn alle Attacken in Alola so overpowered sind, die neu sind, ne? I love this region, I love this region. Wie gesagt, ich werde ja die nächsten paar Tage eh mit einem Solo, mit meinem Team, Privat-Team spielen. Vielleicht lerne ich da neue Attacken kennen, die ich noch gar nicht kannte. Vielleicht hat mir der gute Kukui da ein, zwei Attackengriffe gezeigt, die ihr auch noch nicht kannte, Leute. Ist nicht sehr effektiv? Ist er nur Typ Kampf erst und später Unlichtkampf? Wusste ich gar nicht, okay. Wieder was dazu gelernt, Knirscher, auf... Ah, it's your fate, guy. Du brennst nun. Und wisst ihr noch vor? Macht mal bitte, Leute, an alle Leute, die hier wirklich Artworks zeichnen, macht mal bitte ein Artwork von Emma Rose mit ihrem brennenden Schnabel, Alter, ey. Oh, ist das geil, Alter. Ich finde die Attacke so nice, ey. Ich feiere die total ab, ey. Ich schlaf schon alle im Haus und sie sind voll am Ausrasten, ey, wegen dem Schnabel. Digga, was hier los? So, wir haben hier erstmal einen Zygarde-Würfel wieder, der hier einfach geschenkt liegt. Und wir haben einen Counter, den wir jetzt einlösen. Von daher, Beat Drop. 3, 2, 1, Pony! Brrr. Komm, gib uns was richtig Gutes. Welches Pokémon hätten wir fast getötet? 3, 2, 1. Alola Kleinstein! Das ist nice! Die Monobraue, das will ich im Team haben. Einfach, weil es eine Monobraue hat, ey. Seht ihr das Ding? Es hat einfach eine Monobraue und es ist weiblich. Digga, das geht gar nicht klar. Strauchler solltest du überleben, oder? Ist ja da. Wohl, es ist speziell. Du wiegst vielleicht ein bisschen viel. Ist vielfach effektiv, aber okay, macht nichts. Was ist dein Problem? Monobraue, ich wollte dich im Team haben. Ich wollte dich nicht im Team haben! Und er explodiert einfach vor Freude. So viel dazu, zu meinem Monobrauen-Team, Leute. Ich wollte diese Monobraue, aber nein, es wird mir einfach nicht gegönnt, Leute, wisst ihr? Oh. Egal. Neues Pokémon, dürfen wir nicht fangen, unser Pokémon ist gestorben. Ist schon echt scheiße so, ne? Also, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich unbedingt einen Kleinstein brauche oder so. Aber es wäre fresh gewesen. Es wäre das Alola-Pokémon gewesen, was ich ins Team genommen hätte sonst. Ich weiß nicht mehr, was für eine Typenkombination das Ding hat. Weiß ich ehrlich nicht. Ich habe es nur im Pokédex gesehen und hätte es ganz gerne gehabt. Vielleicht werde ich es noch irgendwann erfahren. Willst du nicht kämpfen? Ja, dann nicht, Alter. Wenn du mir abhaust, dann nicht. Dann wirst du auch nicht bekämpft. Vielleicht wirst du offscreen bekämpft, aber nicht in der Aufnahme, wenn du mir einfach wegläufst hier. Arschloch. So, was haben wir hier für einen Wegweiser?
Erdwärmekraftwerk und Route 13. Wo sollen wir hin? Erdwärmekraftwerk oder Route 13. Zero weiß gar nicht, wo er hingeht und rennt einfach in die falsche Richtung. Auch gut. Da ist ein Item. Sehr gut. Und ein Trainer! Hohe Genauigkeit und hohe Stärke. Ich muss etwas an dir ausprobieren. Ich muss auch was an dir ausprobieren. Digga, es geht ab bei dir, Professor Morgan Freeman. Hey, Morgan Freeman. Jo, ich hab morgen noch Urlaub, Leute. Porygon kommt in den Battle. Das gute, kantige Pokémon geht auch das öfter mal in den Gym, wie ihr sehen könnt. Ist schon eine richtige Kante geworden, das Ding. Also, da kann selbst der gute Pfaff nicht mithalten. Seht ihr, so viele Ecken und Kanten wie das gute... Okay, ich hör auf, Alter. Das ist schon nicht mehr witzig, Alter. Hau mir die Z-Kraft rein und zerfetzen wir das Ding. In tausend Teile, ihr wisst Bescheid. Hup, 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 hup. Bah. Und Feuer frei, guter Pfaff. Ich hoffe, du haust das Ding jetzt mal richtig weg. Fulminante Faustschläge. Und Feuer frei! Bam. Das ist guter Damage. Jetzt haben wir einen Porygon-Haufen gemacht. Es wäre witzig, wenn das so zerfällt einfach, aber leider tut es das nicht. Magneton ist ebenfalls Typ Stahl und anfällig gegen Kampfattacken. Eigentlich wollte ich nur sagen, anfällig auch gegen Kampfattacken, aber ich habe jetzt Typ Stahl gesagt. Bevor Leute mich haten und sagen, Zero, Porygon ist nicht Typ Stahl. Porygon ist Typ Normal. Aber Magneton ist... Wow, hat halt easy überlebt, hätte ich nicht gedacht. Para, ja. Ich wusste es, Alter. Ich sag so... Okay, das Einzige, was jetzt passieren kann, ist die Para zu bekommen. Da outspeedet er mich und tötet mich. Was passiert? Wir kriegen die Para, er outspeedet mich und tötet mich, höchstwahrscheinlich. Ich setze aber Yuri ein, um sicher zu gehen. Safety first. Mann, Alter, ey, was soll sowas? Ich wusste, dass ich die Para kriege. Habe ich noch was zu trinken hier? Nö. Ich kann natürlich mein gutes Tom Taylor hier trinken, ja, was ich schon seit 80 Parts stehen habe, weil der Pfaff das in der Hand hatte. Aber nun habe ich keine Lust zu. Ich muss vielleicht was zu trinken machen, Leute. Der Zero macht sich was zu trinken. Er geht raus. Stellt sich mit einer Flasche zum Himmel und lässt es regnen. Nur Regenwasser wird getrunken, Leute. Nur das gesunde Regenwasser. Das gibt Kraft. Ja, total, Alter. Pfaff Level 30. Yuri Level 30. Ich glaube, unser komplettes Team ist in Level 30. Richtige 30er, Leute. Richtiger 31er, den wir hier abziehen. So. Gib uns mal das Item, das wir da haben. Bambros. X-Angriff. Super, die brauchen wir wieder für Herrscher-Pokémon, um die richtig wegzusweepen, die Boys. So, badam. Oh, da ist ein Item. Nee, das war eine Palme, Alter. Was ist mit dir los, Zero, Alter? Da ist ein Item. Nee, das ist eine Palme. Was ist verkehrt mit mir, Alter? Da haben wir einen Gegner. Hm. Hier haben wir Route 13. Nice. Was gibt es denn hier? Hey, Zero! Kein Kampf, bitte. Kein Kampf, bitte. Kein Kampf, bitte. Chris hat mir alles erzählt. Du hast ihm geholfen, die neue Maschine zu testen. Mit dem Herrscher-Pokémon und so, ne? Ja, geil, Alter. Komm, bekannt vor. Also haben wir beide unsere Prüfung bestanden. Klasse. Ob wir dadurch auch ein bisschen stärker geworden sind. Aber du bist ja sowieso ein echt Top-Trainer. Und deshalb schenke ich dir das hier. Top-Trank, Alter! Witziger Typ, Alter. Sprech ruhig noch etwas lauter, damit ich euch alle auf die Insel gut hören kann. Damit alle euch auf die Insel gut hören können. Wow, woher kommst du denn? Team Skull ist auf der Suche nach einem Pokémon namens Cosmog. Wisst ihr irgendwas darüber? Was? Naja, wir verraten gar nichts. ihr wisst also was. Cosmog selbst ist nicht besonders mächtig, aber es besitzt die Fähigkeit, unglaublich starke Pokémon zu rufen. Im schlimmsten Fall könnte es damit eine Katastrophe in Alola auslösen. Eine Katastrophe? Was können wir dagegen tun? Beschützt es, kostet es, was wolle. Ich weiß, ich arbeite für Team Skull, daher traut mir nicht über den Weg. Aber ihr tätet gut daran, auf meinen Rat zu hören, okay? Beschützt Cosmog um jeden Preis. Werden wir machen? Obwohl ich mich schon frage, woher Team Skull überhaupt von seiner Existenz weiß. Was meinst du damit? Hey, wo willst du denn hin? Wir sind noch nicht fertig. Doch, wir sind fertig. Zero? Was passiert mit Lily und wenn sie Cosmog finden? Ich verstehe zwar nicht so genau, was hier vor sich geht, aber wir müssen Lily und Cosmog auf jeden Fall beschützen. Und das können wir am besten, wenn wir noch stärker werden. Also, auf zur nächsten Prüfung! Weißt du, ich habe mir vorgenommen, meine Inselwanderschaft abzuschließen, um eines Tages von Capo Ricky als Inselkönig anerkannt zu werden. Und wenn es soweit ist, will ich dafür sorgen, dass alle bei Pokémon-Kämpfen auch Spaß haben. Los, der Titel des Champs wartet auf uns, Zero! Gut, ich muss wenigstens nichts gegen den kämpfen, Alter. Ist hier ein Pokécenter? Zum Aufheilen oder so?
Wäre voll süß. Pass auf, Kapu. Ob es wohl was mit dem Schutzpatron zu tun hat? Ich glaube, es ist dort in der Mitte gleich. Okay, was geht hier ab? Ach, es ist ein Hotel wieder, okay. Hier kann ich nicht pennen. Ich habe gleich keine Pennen, um meine Pokémon aufheilen. Aber es geht nicht. Verdammt. Oh, ein Zygarde-Kern. Auf Route 16 können wir uns die Zygarde-Sachen da abholen oder sowas. Naja, wurde gesagt. Was geht hier ab? Hier ist ein See. Mondstein! Sehr nice. Oh, ein Zygarde-Kern wieder. Die gibt es jetzt hier echt an Sand am Meer so ein bisschen, ne? Also. Okay, was gibt's denn hier? Hier kommen wir nicht weiter, höchstwahrscheinlich. Alola, junger Trainer auf Inselwanderschaft. Ich bewache diese Barriere des Captains. Okay, du darfst sie erst passieren, wenn du die Prüfung des Geistes bestanden hast. Haben wir nicht. Wo ist denn die Prüfung des Geistes? Ist die irgendwo hier in dem Dorf? Ist das hier ein Dorf? Das sieht aus wie eine Route. Egal, wir laufen mal weiter. In der Oase hier ist eh nichts mehr, außer Pampros. Ja, ich denke mal nicht, dass hier noch was ist. Wir laufen mal weiter. Team Skull? Digga, suchst du Stress oder was? Ich stehe hier voll der Bewache. Okay. Hau raus. Was haben wir hier? Oh, es regnet. Dorf der Kapu. Okay. Was geht hier ab? Hier ist nichts. Hier war mal das Dorf der Kapus vielleicht. Hey, was geht ab? Hey, Tali! Poo, hey, Zero! Das Aetherhaus, in dem sich der Captain aufhält, muss ganz in der Nähe sein. Boah, Bauarbeiter! Wie der Professor gesagt hat, auf dem Mount Lanakila entsteht wirklich eine Pokémon-Liga. Der Professor hat mir erzählt, dass man in den Pokémon-Ligen der anderen Region gegen vier super starke Trainer, die genug an den Top 4 kämpfen muss oder antreten muss. Ha! Ein Kampf zwischen den Top 4 und den Inselkönigen bzw. Inselkönigin. Das wäre doch spannend, oder? Hm, wer wohl gewinnen würde? Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Das Aetherhaus. Heißt das etwa, es gehört zur Aether Foundation? Wer weiß. Da hinten ist das Aetherhaus. Gehen wir mal der Sache auf den Grund. Das Aetherhaus, Leute. Auf zum Aetherhaus. So, wir heilen auf. Und dann... Keine Ahnung, was wir da machen. Wir suchen auf jeden Fall immer noch nach meinem Babe. Ich will immer das Pokémon haben. Soll angeblich hier in der Nähe sein. Vielleicht hier? Route 14. Das sieht... sieht das hier eklig aus. Ah, Zygarde! Alter, wie viel Zygarde... Mann, das... Erzerhaus? Da kommen sie doch Zygarde abholen, oder? Na sowas. Die Angel, die du da hast, stammt die doch von Tracy, oder? Ja, bist du ihr Dad, oder was? Tracy's Dad. Hell... Angler Lars. Lars, was willst du von mir? Barschwa. Barschwa? Es gibt Barschwa in der Gen! Geil, das heißt, es gibt Milotic. Puff, go. Zerstöre den Fisch. Einfach so. Mietiefe. Ja, mit was? Z-Move, Overpower, tot? Dresch. Der outspeedet mich. Warum outspeedet ein Barschwa mich? Es gibt Sachen im Leben. Die sollte man sich hinterfragen. Und es gibt Sachen im Leben, die sollte man zerstören. Pfaff, Spiel, Satz und Sieg. Hau das Ding bitte kaputt. Ich will Fischfilet haben. Keine Stäbchen, Filet. Klein geschnittene Häppchen. Ich wollte ein Filet haben und kein Matsch. Du solltest auch etwas überlassen davon und es nicht total zerfetzen. Danke. Gratos. Emma Rose ist perfekt für Gyarados. Wir kriegen den Burn drauf, machen seinen Angriff durch zwei und greifen mit einer heftigen 100er Step-Attacke an. Ich sag doch, das Ding ist versatile as fuck, Alter, ey. Ich liebe das Ding, ey. Jetzt crittet er mich wahrscheinlich noch und tötet mich. Ha, komm doch her, critte mich und töte mich. Ich wollte sagen, Nassschweif, Alter, ich bin ja nicht mit Wasser... Der Damage war krass. Der Damage war krass. Warum war der Damage so krass? Wer tankt denn diese Monster? Wer tankt denn dieses Monster? Ey. Nie. Alle. Komm bitte. Hilf mir. Ich habe so viel Angst vor Gyarados, denn es ist böse und es guckt böse herein. Verschwarm! Nice.
So, Windhose. Der Typ hat schon wieder Wind in seiner Hose, Leute. Und es burnt. Es burnt ihn hart. Ich habe keine Attacke mehr, ich gerade. Tinte? Kein Bock auf Recall Damage für Bodycheck. Meiner macht eh keinen Damage dank dem Burn. Und ein Two-Hit-Finte langt. Easy. Bodycheck hätte vielleicht geraten. Na, hätte nicht gereicht. Ich glaube, der wäre gerade noch so am Leben gewesen. Aber egal, Omalo. Wir haben das Ding easy getötet. Und können ins Ätherhaus, denn da gibt es, wie es aussieht, Zygarde. Oder irgendwas mit Zygarde. Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir haben ja die ganzen Zygarde-Zellen da eingesammelt. Das wäre echt nice, so, wenn man alle Zygarde-Sachen eingesammelt hat, dass man dann Zygarde 100% vielleicht kriegt. Weil Zygarde ist im Anime ja auch nett gewesen, deswegen wundert mich das so ein bisschen, ne? Hier können wir auf jeden Fall angeln, wenn wir wollen, ein Pokémon. In diesem schwarzen Meer, das sieht so eklig aus. Keine Ahnung, Dorf der Kapus. Wir gehen mal hier durch. Oh, Dorf der Kapus, hier können wir ein Pokémon fangen, richtig? Fangen wir mal ein Pokémon hier, würde ich sagen. Warum nicht? Das ist eine neue Route. Zeig uns ein cooles Pokémon. Alola Radikal! Dürfen wir leider nicht fangen, da wir schon Alola Ratzfratz haben, Leute. Von daher zählt das nicht als Counter. Von daher Durchbruch und Schiss. Weil wir dann zwei Pokémon von derselben Sorte hätten. Und das wollen wir nicht. Nee, das geht nicht. Das heißt, selbst wenn wir jetzt nochmal einen Bautz bekommen sollten und wir haben schon Arboretos, dürfen wir das nicht fangen, weil es nicht zählt. So. Das steht auch in den jeweiligen Regeln drin, falls ihr es wissen wollt. Das habe ich ganz am Anfang des Let's Plays auch gesagt. So, neuer Versuch. Wir bekommen Schneebedeck. Okay, Schneebedeck ist nice. Wie heißt hier? Firnontor oder sowas kann das werden? Firnontor? Ich glaube schon. Was, aber wir greifen am besten gar nicht an. Wir werfen einfach einen Ball. Eine Superball. Eine Superball. Boop. Boop. Bow, bow, bow. One. Two. Three. Leck mich. Mann, warum? Es kann aber Eis sein. Moment, Eis? Oh, vielleicht hätten wir hier auch Vulpix bekommen können. Oh, das wäre schade gewesen, Alter. Ich hätte Vulpix gerne in meinem Team genommen. Aber egal. Schneebedeck sollte man nicht unterschätzen. Wie gesagt, wenn man hier wirklich... wie hieß das noch? Nicht Firnontor, sondern die andere Form. Mann, ich habe den Namen vergessen, Alter. Was ist denn da los mit mir? Diese Geistentwicklung. Oh, nicht Firnontor, Schneebedeck, Firnontor. Ich komme auf den Namen nicht, Alter. Ey, was ist denn da los? Bin ich denn für ein Pro? Das gucke ich jetzt nach, Alter, ey. Das muss doch... Alter. Ich kann doch nicht ganz unfällig sein. Schneebedeck. Jetzt mal ganz im Ernst, was bin ich denn für ein Pokémon-Let's Player? Nenn ich mal die weibliche Weiterentwicklung von Schneebedeck weiß. Das ist weiblich sogar, ne? Oder muss das weiblich sein? Ich meine, es muss weiblich sein. Und dann haben wir alles richtig gemacht. Ah, es lädt das hier wieder 1000 Jahre, weil ich nebenbei noch ein Video hochlade. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich weiß, was ich meine. Bevor es... Also ihr braucht es nicht in die Kommentare hauen, weil ich es eh gleich weiß. 3, 2... Es ist Schnäppke, nicht Schneebedeck Zero. Also, Schnäppke wickelt sich auch zu Rex Pisa auf jeden Fall. Mann! Leute, ich nenne das Schnäppke nach der guten Prissy. Das ist auch eine Abonnentin, die sehr, sehr aktiv ist in den Kommentaren. Antwortet auch oft auf... Ich wollte es nicht in mein Team packen, auf jeden Fall. Ich lege es mir erstmal auf die Box. Und denn sie mag, glaube ich, Frostetje sehr, sehr gerne. Von daher, fühle ich gegrüßt. Und ja, deswegen. Und wie gesagt, wir gucken mal hier, was... Oh, soll ich noch ins Ätter-Gebäude rein? Wir gehen noch ins Ätter-Gebäude rein, oder? Wir gehen noch ins Ätter-Gebäude rein. Ich will eigentlich... Wenn jetzt wirklich Vulpix kommt, ne? Ich bring euch um. Wenn jetzt ein Vulpix kommt, ich bring euch um. Absol. Oh, ist auch nice. Absol ist auch cool. Aber, ich finde da Schnäppke doch schon cooler. Schnäppke ist schon ein bisschen... Man kann Firnontor draus machen, man kann Frostedie draus machen. Der Name ist mir ehrlich nicht eingefallen. Ich faggot, Alter. Warum nicht? Warum nicht? Heftig. Egal, Absol ist down. Und ja, Fabri, gut, Erfahrungspunkte. Wir gehen mal ins Aether-Gebäude und hoffen mal, dass wir nicht eine allzu große Cutscene triggern. Denn ich will die Part eigentlich auch gleich wieder beenden, weil es ist schon 22 Uhr. Deswegen, wir safe mal ganz kurz das Abenteuer. Ich habe schon eiskalt 23 Stunden gespielt, ey. Ich fühle mich so ein bisschen... Ja, so ein bisschen süchtig. So ein bisschen süchtig bin ich auf dem Spiel zur Zeit. Ich habe heute 8 Parts aufgenommen. Bin sehr, sehr stolz auf mich, ey. 8 Parts, krass. Was geht hier denn ab? Oh, ein Affe hinterm Schalter. Das ist ja wie ich hinterm Let's Play-Pult. Wow, Zero, das ist das Aetherhaus. Oh, jemand Neues.
Donald Trump! Ihr müsst kämpfen, ihr müsst kämpfen, ihr müsst kämpfen, ihr müsst kämpfen. Wo, wie, was? Wir passen auf, bis Lola wieder zurück ist. What the fuck? Doppelkampf? Nein, leider nicht. Schade. So ein so ein Teamkampf gefällt mir immer in so ein Spielen, aber den gibt's hier leider kaum in diesem Spiel, ne? Das finde ich echt schade. Eric mit Elekid. Elekid. So, wir haben Pfaff. Und Alter, der haut dir so kaputt, das Jung. Der haut den so kaputt, den Jung. Durchbruch und das war's, Digga. Das war's mit dir. Kabuff. Tschüss. Tschüss, Elekid. Nice. Alter, das war ja eine Lachnummer. Digga. Das stimmt mit dir nicht. Du forderst mich heraus und ich one-hitte dich? Ich kämpfe wie ein Großer. Nein, du kämpfst wie das Allerletzte. Kannst du deinem Mangunior mal sagen, dass der Kampf vorbei ist? Das tut weh. Ah! Er wird gefressen, Alter. Da bin ich wieder. Ich sehe, ihr habt euch schon kennengelernt. Mein Einkauf ist jedenfalls erledigt. Du warst doch shoppen, Alter. Wir kennen uns besser, als mir lieb ist. Achso. Nanu, wo ist denn Lily? Lily ist bei Hapu geblieben, aber sie kommt bald nach. In der Zwischenzeit könnt ihr doch eine Prüfung absorbieren. Welche? Na, meine natürlich. Ich bin schließlich ein Captain. Sag bloß, das wusstet ihr noch nicht. Sie ist der Geister-Captain. Easy, ich wusste es. Gut, Leute, dann werden wir das im nächsten Part machen. Lolas Prüfung. Ich hoffe, ihr freut euch. Und wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Like da, Leute, für neue Parts. Und ich werde jetzt erstmal Pause machen. Ich habe eine lange Session hinter mir und werde jetzt erstmal gut schlafen. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Macht's gut, bis nächstes Mal. Und ciao, Guys.